Ja, Freunde, hier ist Christian Schmeier, Paterpol, Beziehungscoach, Schoßphilologe. Heute hier mit einer Frage von euch. Warum funktioniert bei mir, weibliche Zuschauerin, funktioniert bei mir Online-Dating nicht? Ne? Warum finde ich da niemand, obwohl ich Dates habe, warum ist das alles so ätzend? Werde ich euch drei Gründe nennen. People Pleaser Kurs gibt es gerade vergünstigt, weil wir die People Pleaser Wochen haben mit vielen Short-Videos. Und genau, gibt den neuen Liebeschip-Trauma-Kurs Breaking Good zum Frühbucherpreis und meine Ausbildung sind offen. Genau, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Kannst du mir auch solche Fragen stellen über ein Formular. Und lieber Christian, ich habe heute mal eine andere Frage, die mich gerade im Dating-Kontext sehr umtreibt. Ich, weiblich, Mitte 40, hatte überwiegend schwierige Beziehungen, davon zwei ziemlich toxi, seit 2 Jahren verfolge ich deine Lehre, habe viele deine Kurse gemacht und viel für mich gelernt, bin seit über 2 Jahren Single, es gab ein paar Beziehungsanbahnungen, die aber immer schneller am Sande verliefen, sicherlich auch deshalb, weil ich durch die Kurse rote Flaggen schneller wahrnehme und meine Wünsche Standards gegenüber potenziellen Partnern klar formuliere. Bin auf der Bumble Dating App, da sich in meinem Offline-Leben leider wenig Amoröses ergibt. Ich habe relativ viele Matches und ich kann mich so im Schnitt, wenn meine Zeit das hergibt, jede Woche mit jemandem treffen. Ja, also ich vermute mal, ich interpretiere jetzt mal so das eine oder andere rein. Wahrscheinlich könntest du dich auch alle 2 Tage mit jemandem treffen, wenn du mehr swipen würdest, nach links oder nach rechts, je nachdem. Ja, also das ist das so ein Szenario, was, glaube ich, heutzutage Usus ist. Wir haben ja Female Choice in einer menschlichen Dating-Bereich, ne, mehr dazu in meinem Buch Feuer und Flamme, meinem vorletzten. Und ja, das führt dazu, dass es zumindest über einen weiten Altersbereich, sag ich mal, kann sein, dass sich das im höheren Alter dann irgendwann auch ein bisschen anders darstellt, es Frauen viel leichter fällt, ne? Und ja, also Männer sich da schwer tun, bis auf, man sagt immer so 5-10% der Top-Männer, was auch immer das genau ist, Top-Männer aus Sicht der Dating-App, die haben es sehr leicht. Und da kommen wir auch gleich schon zu den Problemen. Ein, zwei Gründe, warum das mit Online-Dating, ich glaube, kann ich mal gleich sagen, zu dem etwas längeren kommen wir dann später. Denke ich, das Eigentliche, was hier wahrscheinlich eine Rolle spielt. Einmal ein Grund, warum das immer schwieriger ist, ist natürlich, dass immer mehr Menschen, also Probleme kommen gleich noch, aber ich sag schon mal 2 Gründe vorab jetzt, dass immer mehr Menschen, habe ich auch ein Video dazu gemacht, diesen dopaminhaltigen Lebensstil pflegen und das sagen, das ist das, was ich jetzt eigentlich leben will. Das heißt so dieses Abwechslung, 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 bloß nicht festlegen, keine Ahnung, wenn ich jemand was hab, schon nach dem nächsten gucken, dass dann bloß nichts verpasst, Fear of Missing Out. Dopamin-Hits suchen und das heißt automatisch auch ja, weniger Bindung. Heißt natürlich schon, dass man gerne viel Batchport mitnimmt, aber das halt kurzfristig und zack, dann schon wieder das nächste. Das ist sicherlich ein großes Problem. Zweites großes Problem ist, dass die Leute, die das nicht suchen, das sieht man auch an den Aktienkursen von Match. Match ist ja die Muttergesellschaft von Tinder zum Beispiel, Bumble, auch die Aktien von Bumble, freier Fall seit Jahren. Da sind jetzt schon die ersten Finanzheuschrecken eingestiegen, habe ich gehört. Also sie verdienen nach wie vor Geld, aber sie kommen einfach, es gehen immer mehr Leute runter, ist sowieso schon 2/3 Männer, 1/3 Frauen nur noch, aber auch viele Männer, liest man auch überall auf Social Media, dass viele Männer sagen, ich habe gar keinen Bock mehr, ich lasse es einfach, ne? Ich habe da keinen Bock zu, mache ich nicht. Keine Ahnung, geht mir das einfach nicht mehr, ist zu viel Arbeit und wobei ich immer noch sagen würde, das ist ja richtig auch meinen Online, nicht mein Online, also meinen Datingkursen, die natürlich online sind. Denk schon, dass das für Offline-Dating, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, ein ganz anderes Game ist. Aber gut, das erstmal so als Ausgangslage und das eigentliche Problem hier, da kommen wir jetzt gleich noch zu, denke ich. Also, dass du natürlich da Red Flags ausmachst, ist natürlich genau richtig. Das wollen wir ja auch. Da, genau, das ist ja jetzt der Schritt. Toxische Beziehungen vermeiden und so weiter. Also alles richtig, ne? So, das sind wohl die gängigen Probleme, die auch in deinem Datingkurs oft thematisiert werden von anderen Frauen, zum Beispiel Männer, also ich vermute mal in den Kommentaren, meinst du, die sich hin und her schreiben, aber kein Date ausmachen, auch nicht, wenn ich mein Interesse sehr deutlich gemacht habe.
Männer, die ein Date ausmachen, dann aber kurzfristig absagen und sich nie wieder melden, beziehungsweise nie wieder ein neues Date ausmachen. Männer, die ich mehrmals getroffen habe und mich echt toll finden, aber sich von sich aus nie melden. Ja, das ist alles das gleiche Problem. Also das ist eigentlich das, ich vermute mal, also ich muss das prüfen, was ich jetzt sage, aber ich vermute mal, die Antwort ist sehr, sehr, sehr simpel, dass du das machst, was viele machen, dass sie feststellen, hey, ich habe ja auch so entsprechende Grafiken in meinem Buch. Also Frauen scheinen auch, ich vermute mal, es liegt aber auch an der Online-Apps, viel höheren Anspruch zu haben als Männer. So, ne? Vor allem was Optik angeht. Also bei der, ich finde das jetzt glaube ich auf die Schnelle hier nicht, aber bei der, vielleicht finde ich es doch und schneide es dann hier rein. Mal gucken. Ah ja, hier haben wir das. So, also auf der einen Seite sieht man so die normale Glockenkurve, das ist die von Männern. Diese hier, das ist die von Männern. Da sieht man, oh, das ist immer alles so spielfähig, das ist echt schwierig. Da sieht man halt, Männer finden die meisten Frauen attraktiv und wenige sehr attraktiv und wenige nicht attraktiv. So, das ist die normale Kurve. So, hier ist die von Frauen. Da sieht man, die ist ungewöhnlicherweise sehr stark nach links. Das heißt, übersetzt heißt das, Frauen finden ganz viele Männer unattraktiv und nur ganz wenig attraktiv. Könnte man jetzt sagen, könnte sagen, das ist Female Choice. Man könnte aber auch sagen, das liegt auch schon an diesem Einfluss der Dating-Apps, dass sie halt merken, hey, du brauchst eigentlich nur einmal nach rechts wischen, hast du sofort ein Match und dann steigen die Ansprüche. Und das soll, halte ich auch für sehr schlüssig, dazu führen, dass die allermeisten Frauen immer die gleichen 5-10% Männer einschreiben. So, die werden natürlich überschwemmt dann mit Anfragen. Und jetzt bei Männern ist ja auch noch on top so, das kommt vielleicht auch noch mit rein, dass Männer sowieso mal nach rechts wischen, so weil also einfach gucken, wer interessiert sich denn für mich quasi so oder vielleicht auch sogar diese kostenpflichtigen Angebote suchen, dass man gleich sehen kann, wer sich für einen interessiert. Und das heißt, sie wischen immer nach rechts und dann gucken dann hinterher, gefällt mir dir überhaupt? Das könnte auch ein Grund sein. Also nicht, dass du denen dann vielleicht nicht gefällst, weiß ich nicht. Aber dass sie überhaupt sich dann erst mit dem Profil beschäftigen, dann haben sie aber vielleicht zufällig gerade 3-4 Matches, weil sie haben alle nach rechts gewischt haben und müssen erst mal gucken, mit wem treffe ich mich denn jetzt? Die anderen werden auf die Bank geschoben, kriegen dann diese E-Mails. Oder eben, der Mann hat sowieso so viele Matches und dann kommt dieses flaky Behavior, dass er natürlich dann nicht, sollte natürlich sagen, nee, ich date jetzt erst die 9 anderen und dann bist du dran. Aber wir wissen ja, wie Menschen so sind, dann schreibt man halt, ja, hallo, bleibt erstmal im Kontakt, weil wer weiß, vielleicht braucht man dich irgendwann noch. Aber so sieht natürlich kein Interesse aus, ne? Was kann man da machen? Kommen wir gleich zu, ich lese mal nochmal weiter. Männer, die mich nach mehreren tollen Dates plötzlich ghosten, etc. Gut, ich meine, das kann bei Online-Dating immer passieren. Ne? Was heißt ghosten? Also viele, auch viele Frauen, muss ich sagen, haben die Erfahrung gemacht, dass wenn sie sagen, ich möchte dich nicht mehr daten, dass man dann ganz schön angemeiert wird, ne? Dass man dann Wut abkriegt und ich weiß nicht was. Also deswegen sieht das bei vielen so aus, dass sie lieber ghosten, als sich da jetzt groß, was heißt ghosten, also einfach nicht mehr schreiben, anstatt sich da groß auszutauschen, was ich irgendwie verstehen kann. Also klar, je länger man sich trifft, umso mehr ist es natürlich tatsächlich ghosten, also das verstehe ich schon. Aber genau, so sieht das aus. So, ich weiß, das ist alles ganz normal heutzutage. Also ich muss jetzt auch mal eine Lanze brechen für Männer. Also ihr Männer könnt gerne mal schreiben in die Kommentare, ist all das, was du hier geschrieben hast, Alltag. Also all das, was du jetzt hier schreibst, vielleicht ist das manchmal für Frauen ein bisschen ungewohnt, aber also für Männer ist das absoluter Alltag. Also ich meine, es ist ewig her, dass ich auf Dating-Apps war, aber das war genau so, ne? Also man, vor allen Dingen, wenn man jetzt das waren jetzt auch noch Zeiten, da hatte ich jetzt auch noch nicht so viel mit Status zu glänzen vielleicht. Was auch immer das jetzt einem bringt oder auch nicht bringt, weiß ich, keine Ahnung. Aber ja, das war dann so, ne? Dann
ach, nach 3 Dates, ach nee, weiß ich auch nicht, oder nicht melden, oder unbedingt das nächste Date ausmachen wollen, aber dann, nee, doch nicht. Und wie gesagt, dieses Ganze, das ist ja auch in der Gesellschaft so ein Trend gerade. Also ich erlebe das überall, weil ich wie gesagt, ich komme aus einer Kultur, die exakt das Gegenteil war, wo man sich, also ein Mann ein Wort oder ein Frauenwort, also das wurde gehalten. Also wenn man jemand was zugesagt hat, dann wurde das gemacht. Fertig, das ist, wie ich erzogen worden bin. Und heute ist ja so, will das jetzt auch nicht werten, ne? Es ist so, nee, mal gucken, ja, verabredet, aber mal sehen, ob, keine Ahnung, ob ich ein minimales Unwohlgefühl habe, dann lieber nicht treffen. Und ja, also das kommt ja auch noch dazu, ne? Aber wie gesagt, für Männer, denke ich, ist das Alltag. Weswegen ich auch Männern das nicht empfehle, auf Online-Dating-Apps rumzuhängen, lieber üben, Frauen anzusprechen, ne? Dating-Kurs machen, Selbstbehauptungs-Challenge. Muss man ja nicht aus der Kalten machen. Und Frauen natürlich auch. Das ist ja auch Thema in einem Dating-Kurs. Auf sich aufmerksam machen, offline. Aber ich weiß, das ist online, ist natürlich erscheinbar alles leichter, aber eben dann doch nicht, ne? Einzig, wo es hilft, ist so Dating üben. Das kann man natürlich sehr gut online machen, ne? Ich versuche positiv zu bleiben, beziehungsweise streng auszusortieren. Naja, und das ist genau meine Vermutung, dass du zu streng aussortierst. Also das ist so die einhellige Meinung, glaube ich, gerade unter den Dating-Coaches. Wie gesagt, ich will auch so eine Dating-Coach-Ausbildung anbieten Ende des Jahres, wenn du dich dafür interessierst. Aber die einhellige Meinung ist, dass Frauen zu sehr auf diese 5% Männer gehen, die sich da nicht committen wollen, weil die einfach überschwemmt werden mit allem Möglichen. Das heißt, du müsstest die Latte nach unten hängen. Also jetzt nicht, was Toxic Behavior angeht, sondern du musst, wo du sagst, keine Ahnung, ist irgendwo ein Anglerfoto, den date ich auf gar keinen Fall. Also wo du hinhängst, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil du müsstest quasi die Latte runterhängen zu den Männern, die nicht überschwemmt werden von Anfragen. So, ne? Und da kommen wir natürlich, das ist natürlich schwierig, weil dann sagt man vielleicht, nee, ich will dich aber nicht, weil, kann ich auch verstehen, ich will wenigstens jemanden daten, den ich attraktiv finde, aber wie gesagt, vielleicht sind die Ansprüche schon, musst du für dich prüfen, da oben. Und man datet dann immer die Bad Boys so, ne? Und das auch das, deswegen, Leute, wenn ihr online daten wollt, ich kann es total verstehen, macht es einfach, aber offline würden viele Frauen Männer daten, die sie online nicht daten würden, ne? Weil deren Fotos nicht so gut sind, whatever, weil die eine bessere Ausstrahlung haben, also weil wir haben ja diese biologische Dating, wie ich das immer sage, also die über Gerüche, Sexualhormone, Ausstrahlung, Energie und ihr kennt bestimmt alle eine Freundin, die einen Typen hat, wo ihr sagt, boah, das sieht eigentlich nicht gut aus, aber finde alle interessant, so, ne, weil der einfach einen guten Vibe hat und also insofern, müsstest du sozusagen die Latte nach unten hängen, sag ich jetzt mal so. Oder immer offline daten, so, ne? Mal, oder was viele so ein bisschen ketzerisch sagen, guck doch mal in deiner Friendzone, so, ne? So sieht's aus. Aber wie gesagt, prüf das für dich, das ist jetzt nur meine Vermutung. Hier mein Problem ist, irgendwie ist das so ein zwischenstellend menschlicher Bullshit ja schon belastend. Mit Freunden rede ich selten drüber, dass sich Dinge wiederholen. Und es sicher eher ermüdend ist, außer sie machen auch Online-Dating, besonders wenn man selber gar nicht im Dating-Game spielt. Statt also drüber zu reden, verarbeite ich meine negativen Erfahrungen scheinbar, indem ich im Geiste mit den Männern streite. Was du natürlich auch machen kannst, ist einfach mehr Dates abmachen. Das machen viele Männer, wenn sie die Möglichkeit haben. Und dann sozusagen schon mit einberechnen, es wird sowieso die Hälfte abgesagt. Also du kannst einfach die Menge erhöhen dann oder die It's the numbers game, ne? Also einfach die Anzahl hochschrauben, aber willst du vielleicht auch nicht. Zum Beispiel kann ich kaum noch Gartenarbeit machen, wo ich meinen Geist ja nicht unbedingt anstrengen muss, ohne direkt im Kopf mit einem dieser Bumble-Bekanntschaften herumzustreiten. Also kann ich absolut. ich meine, es soll Menschen geben, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, die nicht im Kopf mit sich selber reden. Also ich glaube sogar ein Drittel angeblich. Also schreibst du das, würde mich mal interessieren, weil ich rede den ganzen Tag mit mir im Kopf. Dass es Menschen gibt, die das nicht machen, also ich kann es gar nicht glauben. Was machen die denn da im Kopf? Ich weiß es nicht, schreibt es mal in die Kommentare. Aber das, also das Online-Dating zu einer Menge Kopfkratzen führt, weil du bekommst ja nicht die Auflösung, da ghostet dich jemand und du wirst nie erfahren, warum ist deine Ex zurückgekommen, du weißt es nie. Und das führt zu
Könnte ich mich jetzt auch noch reinsteigern, so in frühere Dating-Situationen, wenn man mal jemand Tolles gedatet hat. Und warum hat er sich plötzlich nicht mehr gemeldet? Also, das Gehirn mag nicht diese, wie man es in der Gestalt, Psychologie nennt, diese offenen Gestalten, die nicht geschlossen sind. So. Und das dann geht dieses Kopfkino los. Kannst du natürlich unterdrücken. Gibt es ja auch Tools für. Also, aber vielleicht heißt es auch einfach, dass du mal, ich will nicht sagen, du sollst kein Online-Dating machen, aber vielleicht brauchst du einfach mal einen Break. Einfach mal, das ist, glaube ich, so der Standard-Tipp, da 2 Wochen Pause machen und dann, weil das sammelt, diese Frusterfahrung, also wenn ihr Online-Dating macht und, weiß ich nicht, irgend so ein, aus irgendwelchen, weil ihr so tolle Texte schreibt oder weil ihr so toll ausseht oder weil ihr, weiß nicht, so tolle Fotos macht, also wenn manchen fällt es halt super leicht, aber wenn man da nicht zugehört, was natürlich die meisten betrifft, dann sieht Online-Dating genauso aus und da braucht man ein dickes Fell für, ne? Und da braucht man vielleicht ab und zu mal eine Pause so, ne? Aber das wird jetzt nicht bedeuten, dass du, es kann jetzt schon nächste Woche der Richtige dabei sein, ne? Sinnvoll ist natürlich auch immer, Neediness abzubauen. Und was man natürlich auch sagen muss, ja, sind wir auch schon bei 5 Gründen, glaube ich, keine Ahnung. Dass gerade Leute, die in toxischen Beziehungen waren, danach, was ja auch eine Zeit lang richtig sein kann, zu streng sind, ne? Vielleicht auch wegen zugrunde liegender Bindungsangst. Also das kann natürlich auch so eine bestehende, zugrunde liegende Bindungsangst, wenn man nicht Bad Boys daten soll, kann auch eine Rolle spielen, ne? Okay, sind es doch 5 Gründe geworden, genau. So, genau. Ich denke, zu einem gewissen Grad ist das normal, ja, absolut. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich kann überhaupt nicht mehr abschalten ohne eine äußere Ablenkungsquelle. Ja, das heißt definitiv Datingpause, ne? Ja. Also natürlich könntest du auch, wenn du diesen Liebeskummerkurs hast, ist jetzt nicht dafür gedacht, aber da wird auch diese Rote Kreuzübung helfen, Modul 0. Ich frage mich, was ist das überhaupt für eine Stimme, die da ständig spricht? Warum streite ich ständig mit diesen Männern? Ja, also jetzt dieses Ausmaß ist natürlich jetzt zu viel für dich, das verstehe ich. Aber ich kann mich auch noch an meine Datingzeit erinnern, ich habe das auch gemacht, ja. Was hätte ich anders sagen können? Was würde ich dem gerne sagen? Also weit ist es auch ein Aufruf, noch ehrlicher zu sagen, was du denkst. Also People-Pleasing abbauen, falls du dazu neigst. Dass du das nicht hinterher alles durchspielen musst nochmal. Ne? So, weil wenn du alles gesagt hast, musst du auch nicht mehr drüber nachdenken. So, genau. Ich würde die Männer lieber abhaken, wenn sie meinen Standards nicht entsprechen und mir positive Gedanken machen, anstatt jetzt versuchen, im Geiste sie umzuerziehen. Naja, aber da musst du auch mal überlegen, die Menschen sind, wie sie sind. Ne? Also da, vielleicht ist es auch so eine Neigung, bei den anderen das Problem zu suchen. Ich will jetzt nicht sagen, du das Problem bist, sondern einfach nur zu sagen, dass die Engländer sagen, the game is rigged, ne? Also das Spiel ist einfach kaputt auf der Betting-Apps, ne? Da hat keiner Schuld und also da dieses, wie kann ich die Männer umerziehen und vielleicht sind, oder wie kann ich mich umerziehen oder, also diese ganzen Selbstzweifel, die werden natürlich vor allen Dingen auf Online-Dating-Apps gesät, ne? Was denkt ihr dazu? Macht die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.